An den Schulen im Osten endete ja dieser Tage die sogenannte Sicherheitsphase, während der die Schülerinnen und Schüler dreimal die Woche getestet wurden. Und diese Phase war ja dazu da, um zu eruieren, wie denn die Lage an den Schulen überhaupt so aussieht und wie es denn im Herbst dann sicher weitergehen kann. Ja, und dieses Vorgehen, erst testen, dann schauen und dann entscheiden, ja, das blieb nicht ohne Kritik. Zu unsicher, zu chaotisch und zu unplanbar, das war noch die nettesten Zuschreibungen. Das sieht Bildungsminister Heinz Fassmann freilich anders. Er ist heute zu Gast bei Club 3 und stellt sich den Fragen unserer drei Chefredakteure. Und damit hallo und herzlich willkommen aus dem Wiener Rathauskeller. Heinz Fassmann, Jahrgang 1955, geboren in Düsseldorf. Ich war Universitätsprofessor an der Uni Wien, an der TU München, auch einmal in den USA. Verheiratet, zwei Kinder, 2,3 Meter groß. Ich übersehe manches und höre nicht alles. Besonders am Herzen liegen mir eigentlich die Schüler und Schülerinnen, die Kinder, Jugendlichen, dass wir dieses Corona-Jahr, dieses zweite Jahr auch gut über die Runden bringen. Sie haben letztes Jahr viel machen müssen, auf vieles verzichten müssen, haben große Solidarität mit den Älteren gezeigt. Ich glaube, der umgekehrte Solidaritätsfluss sollte auch dieses Jahr einsetzen. Ich hoffe, das Jahr geht gut vorüber. Vielleicht um ein klein wenig Alarmismus aus dieser Schuldiskussion herauszubringen. Die Schule funktioniert, die Testung funktioniert. Man soll die Schule nicht als ein soziales Ventil für auch hineingetragene politische Diskussionen verwenden. Nein, Schullockdown wird es keinen mehr geben. Das ist das oberste Prinzip. Schule soll so normal wie möglich funktionieren in diesem Semester, in diesem Schuljahr. Ich glaube, das wichtigste Learning war, die Eltern haben bemerkt, dass der Lehrberuf gar nicht so ohne ist. Die Lehrkräfte haben einen Imagegewinn erfahren und ich glaube, die Schüler und Schülerinnen haben erlebt, wie wichtig es ist, Gleichaltrige wiederzutreffen. Schule ist nicht ein Ort der Wissensvermittlung, sondern ein sozialer Ort, wo man Freundschaften schließt, Konflikte austrägt und daher auch so wichtig ist. An alle Eltern würde ich sagen, wir haben mit unseren Maßnahmen eine sichere Schule geschaffen. Wir versuchen, die Infektionen klein zu halten. Die Schule gewährleistet einen sicheren Ort und die Eltern sollen vertrauen, dass es auch funktioniert. Herzlich willkommen beim Club 3, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Unser heutiger Gast ist Heinz Fassmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und ich diskutiere mit Doris Vettermann von der Kronenzeitung und Richard Gasel vom Kurier. Herr Bundesminister, in diesen Tagen, zu Ende letzter Woche, ein Wort, das ganz groß über allen Schulen stand, das Wort ist Chaos. Man hörte, die Informationen kamen zu spät, welche Schule ist in welchem Modus, in welchem Bundesland. Ist das System immanent oder ist da wirklich viel falsch gelaufen? Ja, in der Tat, ich glaube, das Wort Chaos ist eines der beliebtesten Begriffe in den Medien. Sie wissen, bevor die Welt war, war Chaos. Also Chaos ist ein sehr, sehr starker Begriff, glaube ich, der überhaupt nicht situationsadäquat war. Es hat im Prinzip
eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist überhaupt keine Frage, dass in der ersten Woche eines Testprogramms, welches die bisherigen Dimensionen gesprengt hat, nicht alle Schulen gefunden wurden, nicht alle Testkits abgeholt wurden. Aber Sie haben es auch bemerkt, in der zweiten Woche, in der dritten Woche hat sich alles normalisiert. Ich würde ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Begriff Chaos, denn was ist dann der nächste Begriff, wenn es wirklich einmal zu einer Unordnung kommt? Aber Herr Bundesminister, Super-GAU. Super-GAU, gut. Aber Herr Bundesminister, ich habe beim Herfahren hier ins Wiener Rathaus, wo wir unsere Club-3-Sendung ja immer abhalten, mit einem Schuldirektor telefoniert und gesagt, wie geht es euch in der Schule? Und das Erste, was er gesagt hat, in diesem Chaos. Also wenn Sie das jetzt geschichtlich herleiten, das Wort ja, aber irgendwie kennt sich scheinbar in der Schule vom Direktor bis zum Lehrer vielleicht auch niemand mehr aus. Sind wir jetzt in der Phase 1, sind wir in der Phase 2, müssen wir Masken tragen, gibt es PCR oder Antigen-Tests zu Hause oder nicht zu Hause. Ist das System nicht doch ein wenig kompliziert aufgesetzt? Mhm. Aber ich halte fest, Sie haben mit einem gesprochen, also Ihre Stichprobe N ist gleich 1. Da kommt der Wissenschaftler jetzt in Ihnen. Da kann man sicherlich nicht davon sprechen, dass das eine repräsentative Stichprobe ist. Und ich weiß auch nicht, warum Sie gerade diesen Direktor angerufen haben. Also als wissenschaftliches, empirisches Ergebnis kann ich das leider nicht gelten lassen. Ist es kompliziert? Wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu machen, aber es bleibt natürlich eine gewisse Form von Komplexität zurück. Die Sache ist auch kompliziert und wir wollen es auch so machen, dass es halt jeweils situationsadäquat ist. Es hat ja keinen Sinn, unglaublich viel zu testen, wenn vielleicht die epidemiologische Situation eine andere geworden ist. Dahingehend müssen wir ein System haben, welches auch der jeweiligen epidemiologischen Situation angepasst ist. Was vielleicht ein bisschen kritisiert wird, ist, dass die Informationen sehr kurzfristig kommen. Da sagen uns Leute aus dem Schulwesen, wir müssen oft die Nachrichten hören in der Früh im Radio oder Zeitung lesen oder die Pressekonferenzen des Ministers verfolgen, damit wir überhaupt wissen, was am Montag bei uns gilt, zum Beispiel am Freitag. Hapert es vielleicht doch ein wenig an der Kommunikation mit den Schulleitern? Kommunikation und Information ist immer ein Thema. In allen großen Institutionen ist das ein Thema. Und ich bin zu 100% sicher, wenn Sie in Ihrem Verlagshaus eine Befragung machen würden bei den Mitarbeitern, was stört Sie am meisten, dann würde ich sicher hören, ja, der Informationsfluss. Ich habe das an den Universitäten erlebt, genau das Gleiche. Information ist eine schwierige Angelegenheit zwischen Bringschuld und Holschuld. Ich gebe gerne zu, manches könnte vielleicht langfristiger vorhergesagt werden. Nur die Pandemie ist nicht langfristig und das ist das Dilemma dabei. Ich würde ganz gerne noch beim Chaos ein wenig bleiben, abseits auch der historischen Begriffsdefinition. Wenn Sie sagen, es hat eigentlich eh alles ganz gut funktioniert in den Schulen, ich glaube, da braucht man nicht mit einem Direktor oder einer Direktorin sprechen, sondern man kann wahrscheinlich mit sehr vielen sprechen, auch mit Schülern und Lehrern, mit allen Betroffenen im Schulalltag, die würden Ihnen, glaube ich, alle widersprechen und ich glaube, wir alle kennen Geschichten. Wir hatten erst unlängst eine, meine Kollegen aus dem Wien-Ressort haben eine Geschichte gebracht von zwei Kindern, die schon genesen waren, die positiv getestet wurden. Daraufhin musste die ganze Klasse in Quarantäne. Die zwei betroffenen Schüler wurden dann noch einmal getestet, negativ. Die durften wieder in die Schule gehen. Die ganze restliche Klasse, die nie krank, nie infiziert war, musste in Quarantäne bleiben. Also ich glaube, das kann man dann schon durchaus als Chaos bezeichnen, oder? Frau Vettermann, ich möchte Sie überhaupt nicht missionieren und Sie gebrauchen Ihre Sprache, so wie Sie es für richtig halten. In der Tat ist die Quarantäneregel eine Regel, die vielleicht zu sehr individualisiert angelegt worden ist. Nicht? Die Gesundheitsbehörde hat gesagt, wir müssen uns den Einzelfall immer genau anschauen. Und bei Einzelfällen, das bringt es halt dann mit sich, dass es keine standardisierten Antworten gibt. Aber Sie erinnern sich, ich habe gar nicht kompetenzrechtlich dafür zuständig, relativ schnell, als ich das beobachtet habe, so etwas wie eine Kurzquarantäne ins Spiel gebracht, folgend dem Robert-Koch-Institut und den deutschen Gesundheitsministern und dann klar gesagt, nach 5 Tagen wieder testen, ob man zurückkehren kann, nur die K1-Personen betreffend die Quarantäne und wer schon geimpft ist, ist von K1 auf K2 herabzustufen. Das sind relativ einfache 3 Regelungen. Ich hoffe, dass sich das so einigermaßen durchsetzt.
kann ich genau da reingrätschen. Sie sprachen davon, dass Sie eigentlich gar nicht zuständig waren. Sind. In dem Einzelfall waren und noch immer nicht sind. Und ebenfalls noch einmal eine Stichprobe N1, also eine einzelne Person nehmen, in dem Fall nicht einen Direktor, sondern einen emeritierten Wissenschaftler. Karl-Heinz Gruber ist, glaube ich, emeritiert oder Ex-Ordinarius für Erziehungswissenschaften an der Universität Wien. Und der sagte, ich denke in einem Beitrag für die Österreichische Zeit, das Bildungsministerium dilettiert als Gesundheitsministerium. Also er weist darauf hin, das Problem bestünde stark darin, dass Sie jetzt mit Aufgaben betraut sind, für die Sie eigentlich nicht zuständig wären. Hapert es daran, dass hier das türkise Bildungsministerium, mag gar nicht mit der Farbe zu tun haben, mit dem Gesundheitsministerium und noch mit den Ländern zu koordinieren ist und dass das nicht gut funktioniert? Ja, das Verb dilettieren lasse ich dem Karl-Heinz Gruber über. Ich dachte, Sie werden jetzt die positive Seite von dilettieren hervorgreifen, dass dilettieren auch was Positives ist. Was sicherlich stimmt, ist, wir haben viel gemacht, welches natürlich den eigentlichen Aufgabenbereich eines Bildungsministeriums überschreitet. Ich möchte nur erinnern, wir haben die Antigentests ins Spiel gebracht. Wir haben sie selbst bestellt, selbst beschafft. Wir haben dafür gesorgt, dass gecharterte Flugzeuge aus China kommen am Beginn des Jahres, dieses Jahres, und die Antigentests bringen. Die Antigentests, die dann letztlich uns einigermaßen ordentliches Sommersemester gebracht haben, erwiesenermaßen mit weniger Schließtagen, als es in europäischen Nachbarstaaten der Fall war. Das war eigentlich eine Pionierleistung, die wir gemacht haben. Dilettieren hin, dilettieren her, das ist gelungen. Und wir gehen jetzt den nächsten Schritt und bringen PCR-Tests ins Spiel. In Wien hat es funktioniert, mit alles gurgelt, aber die anderen, die Flächenbundesländer, hatten keine Infrastruktur für PCR-Tests. Aber ich folge meinen Kollegen, die sagen, macht zumindest einmal in der Woche einen PCR-Test, da seid ihr sicher, das ist ein sensiblerer Test. Und die Kapazität von bisher durchschnittlich 70.000 PCR-Tests ist fast verzehnfacht worden. Also ab und zu, denke ich, sollte man auch das, was hier geschieht, wertschätzen oder zumindest von der Dimension her so einschätzen, wie es wirklich ist. Das sind Kraftanstrengungen, die wir machen, damit die Schule offen bleiben kann. Warum konnte das Bundesland Wien diese Kraftanstrengung des PCR-Testens meistern, während 1,5 Jahre in die Pandemie, das in den Bundesländern nicht funktioniert hat? Naja, da ist ein klein wenig auch die Geografie mit Schuld. Es ist einfach viel einfacher in einer Stadt die Logistik zu bewältigen. In Niederösterreich ist das ein eminentes Problem, in der Steiermark, in allen Flächenbundesländern, Abgabestationen, die Kraftfahrzeuge müssen hin und her fahren. Wir brauchen einen zentralen Standort für ein Labor. Alles viel komplizierter in Flächenbundesländern. Das ist meine Vermutung. Deswegen schreckten die Flächenbundesländer davor auch zurück, sozusagen zu sehr auf PCR-Testung zu gehen. Aber das machen sie jetzt, weil sie auch bemerken, es geht nicht ohne. Erzkammerpräsident Zekeresch ist genau vor einer Woche hier auf diesem roten Sofa gesessen, wo Sie jetzt sitzen, und hat gesagt, er versteht diese Regelung überhaupt nicht, dass man künftig eine Klasse nicht mehr in Quarantäne muss, sondern nur noch die Schüler, die rund um den dann Corona-positiv getesteten anderen Schüler ist. Ist das nicht einfach nur dessen geschuldet, dass Sie jetzt keine Schlagzeilen wollen, dass wie zuletzt in Wien 600 Klassen gleichzeitig in Quarantäne sind? Und verdeckt man hier nicht in Wirklichkeit Corona-Cluster, die tatsächlich da sind, für die man einen großen Aufwand, einen großen Testaufwand betrieben hat, um sie auch wirklich zu orten? Nein, umgekehrt müssen Sie auch argumentieren. Können Sie sagen, hier ist die Argumentation, Aerosole sind überall. Naja, wenn das so ist, warum soll ich es dann mit der Klasse beschränkt belassen? Dann könnte ich auch sagen, alle, die auf dem gleichen Gang sind, alle Klassen, da ist in Pausenzeiten verbreiten sich auch die Aerosole, dann schickt doch gleich den ganzen Gang mit allen Klassenzimmern in Quarantäne. Also man muss ein bisschen die schulische Realität kennen und muss aber auch dann Grenzen setzen und sagen, die unmittelbar davon betroffen sind, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie betroffen sind, die schicken wir in Quarantäne. Alle anderen werden sowieso
getestet. Und wenn man sieht, dass tatsächlich sozusagen die Grenze der unmittelbaren Nachbarschaft überschritten worden ist, dann werden mehr in Quarantäne gehen müssen. Im Turnunterricht zum Beispiel, oder? Bitte? Im Turnunterricht zum Beispiel, wenn klassenübergreifend miteinander Fußball gespielt wird. Ist das? Das kann so auftreten, genau. Ja, da ist auch die Frage, wer ist dann der unmittelbare Nachbar, gar nicht mehr so einfach klärbar. Aber dadurch, dass wir, wenn Sie so wollen, die epidemiologische Unbedenklichkeit der Schüler, aber auch der Lehrer so dicht nachweisen, dreimal in der Woche, zeigen Sie mir ein Unternehmen. Ich will jetzt nicht Ihre eigenen Unternehmen ansprechen und fragen, ob Sie ein ähnliches System eingeführt haben. Was Sie hiermit getan haben. Ja, indirekt. Wir antworten gerne. Indirekt. Also so ein System, das ist, manche Eltern sagen ja viel zu viel, bitte lass doch die Kinder in Ruhe. Und es gibt, glaube ich, auch eine Oppositionspartei, die jetzt umschwenkt und sagt, weg mit all den Tests, lasst sie Kinder sein und dergleichen mehr. Nein, nein, das ist schon, glaube ich, ein wesentlicher Kompromiss zwischen, auf der einen Seite wollen wir das Recht auf Bildung gewährleisten und realisiert haben. Und auf der anderen Seite müssen wir klarerweise zur Kenntnis nehmen, dass wir noch immer in einer Pandemie sind. Kurz zu der Opposition. Ich glaube, Sie meinten eine andere Partei. Aber der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer hat gemeinsam mit dem prominenten Lehrer Niki Glattauer einen Brief verfasst. Ich glaube, an Sie gerichtet, aber natürlich öffentlich, indem er einen völligen einen völligen Teststopp für alle Geimpfte fordert. Was halten Sie davon? Einen Teststopp für alle Geimpften? Ja. Naja, das ist nicht so unvernünftig. Das sehen wir auch in unseren Sicherheitsphasen ja so vor. Mhm. Wenn die Sicherheitssituation nicht alarmierend ist, dann testen wir weiter, so wie es jetzt der Fall ist, aber nehmen die Geimpften heraus. Ich glaube, wir haben ein Impfversprechen abgegeben, welches auch lautet, wer Ja zur Impfung sagt, kann auch dann gleichsam Nein zur weiteren Testung sagen. Also dahingehend ist der Brief, der mich noch nicht erreicht hat, ich werde sicherlich darauf antworten. Zunächst in den Medien und dann vermutlich bei Ihnen im bürokratischen Posteingang. Deshalb ist der Brief offen. Da sind wir aber schon beim nächsten Thema, nämlich die Impfung. Sie sagen ja sehr gern, 82% aller Pädagogen und Pädagoginnen sind bereits geimpft. Heißt aber auf der anderen Seite, dass 18% immer noch ungeimpft sind und ungeimpft in der Klasse stehen. Jetzt gibt es eine relativ große Gruppe auch an Kindern, nämlich die bis zu 12-Jährigen, die sich einfach nicht schützen können, die ungeimpft sind. Und da kann es durchaus sein, dass da dann auch ein ungeimpfter Lehrer steht. Ich würde schon sagen, dass das sehr unverantwortlich ist. Sie sagen immer, Sie wollen keine Impfpflicht nur für die Lehrer. Jetzt sagt der Gesundheitsminister, er wäre schon auch für eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal, aber das sollen die Träger entscheiden. Die Bundesregierung sagt, naja, man könnte schon eine Impfpflicht machen, aber das sollen die Bundesländer entscheiden. Also ist es nicht so, dass da einer die Verantwortung auf den jeweils anderen abschiebt und am Ende sind wir in einer Situation, wo wir eine sehr schlechte Impfquote haben in Österreich? Ich schiebe keine Verantwortung ab, Frau Vettermann, sondern ich antworte Ihnen mit einer ganz rationalen Argumentation, die da lautet, wir haben eine hohe Durchimpfung bei den Lehrern und Lehrerinnen. Das ist der Stand 31.8. Ich werde Anfang Oktober die nächsten Zahlen veröffentlichen. Der Impffortschritt ist weitergegangen und die Impfbereitschaft der Lehrer ist weiter vorhanden und wird auch realisiert werden. Und meine rationale Argumentation ist, die Person, die sich nicht impfen lässt, muss sich testen lassen. Dreimal in der Woche auf eigenes Unterfangen hin. Also da wird nicht der Test zum Lehrer gebracht, sondern der Lehrer muss zum Test gehen. Man soll es hier in der Tat nicht zu bequem machen. Aber die epidemiologische Unbedenklichkeit ist Tag für Tag nachweisbar. Das ist meine Argumentation. Ob das in allen anderen Unternehmen so gewährleistet ist, möchte ich dahingestellt lassen. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, dass ich nicht schaue, dass hier auf den Gesundheitsschutz geachtet wird. Warum kann man diese Testpflicht nicht, die für Lehrer jetzt gilt oder in Ihrem Bereich nicht, ausweiten auf die Gesamtbevölkerung? Sie haben so zwischen den Zeilen, vielleicht verhöre ich mich, das ein wenig angedeutet, dass das vielleicht eine sinnvolle Variante wäre. Umgekehrt sagten Sie, ich glaube in einem Standard-Interview kürzlich, Impfpflicht ist ein sehr hartes Instrument, aber man kann ja auch von der anderen Seite kommen, eben eine Testpflicht für die Bevölkerung ganz generell einführen, unabhängig nämlich, das wäre die Frage, unabhängig davon, in welchem Bereich sich diese Bevölkerung bewegt. Das haben Sie richtig zwischen den Zeilen
herausgehört. Ich sage, eine Impfpflicht ist ein hartes Instrument. Haben wir im österreichischen System derzeit nicht. Alles ist, auch alles, was im Mutter-Kind-Pass verankert ist, ist optional. Aber mit schweren, vor allem finanziellen Sanktionen belegt. Aber es ist optional. Auch in Deutschland gibt es definitiv keine Impfpflicht. Aber ich sage auch, wer sich nicht impfen lässt, muss sich eben testen lassen. Gar keine Frage. Ich halte die 3G-Regel, die wir in der Schule sehr viel früher eingeführt haben, als es in anderen Bereichen ist, für eine vernünftige Regelung. Jeder hat die Konsequenzen der eigenen Handlung auch zu tragen. Und zwischen den Zeilen haben Sie richtig herausgehört, ich wäre nicht dagegen, dass diese 3G-Regelung auch auf andere, insbesondere auf den Arbeitsmarkt und auf das Erwerbssystem übertragen wird. Das heißt, eine generelle Testpflicht für alle Menschen, die im Endeffekt die Wohnung verlassen? Oder Sie sind geimpft, dann können Sie sich die Testpflicht ersparen. Ja. Mhm. Jetzt gibt es in vielen Bereichen die Diskussion, ob nicht 1G kommt. Ob 1G für Lehrer, die in der Klasse stehen, eine Variante ist, wollen wir vielleicht mit dem Minister auch noch gleich besprechen. Also 1G-Regel heißt Impfung oder zu Hause bleiben? Ja, 1G-Regel, man muss, wenn man sagt 1G, meint man in der Regel immer 2G. Weil genesen, die Frau van Leer hat sehr richtig gesagt, die Antikörper Konzentration in unserem Blut ist ausreichend vergleichbar zur Impfung. Also es ist eine 2G-Regel. Das Problem ist nur, was mache ich mit denen, die weder genesen noch geimpft sind? Schicke ich sie nach Hause mit voller Entlohnung und sage, schaut euch das Fernsehprogramm an. Das wird sicherlich keine entsprechende arbeitsmarktpolitisch relevante Antwort sein. Nein, da sage ich daher, nein, so müssen Sie sich testen lassen. Aber jetzt wollen wir schon nicht mit der Nachtgastronomie vergleichen. Aber dort ist es auch so, ich komme dort nur hinein, ab einer gewissen epidemiologischen Situation mit 2G. Ja. Und wenn man in eine Bar geht, riecht man an der Luft vielleicht ein bisschen, dass hier man in einer Bar ist. Wenn man in eine Schule geht, mit Verlaub, in eine Klasse geht, kann man Aerosole fast auch ein bisschen riechen. Mhm. Ist nicht doch ein wenig vergleichbar, dass man also hier sagt, hier muss man einfach strenger vorgehen. Und ja, wenn sich ein Lehrer nicht impfen lassen will und kann, dann muss halt zu Hause bleiben, muss Hausübungen verbessern, muss Vorbereitungsarbeiten für die anderen machen. Ja. Ist das nicht, wenn es wirklich schlimmer wird mit der Epidemie, doch eine Variante? Aber Sie müssen ja nicht in die Bar gehen, nicht? Sie können ja auch zu Hause bleiben. Aber ich will haben, dass der Lehrer das muss. In die Schule zu gehen, versteht, ist eine andere Situation. Ich brauche die Lehrer in der Schule, gar keine Frage. Ich kann sie nicht nur mit Hausübungen korrigieren, beschäftigen. Ich muss daher darauf achten, abermals epidemiologische Unbedenklichkeit, dass sie entsprechende Testung vorweist. Wenn mir Virologen sagen, einmal PCR-Test ist dann vielleicht nicht ausreichend, dann muss man sicherlich nachdenken, was ausreichend ist, aber ich brauche sie. Eine Maskenpflicht vielleicht für jene Lehrer, die ungeimpft sind? Wir haben eine Maskenpflicht in unserer Sicherheitsmatrix vorgesehen, ab einer bestimmten Stufe, aber das betrifft dann alle. Ich will auch, sage ich auch ganz offen, diesen gesellschaftspolitischen Konflikt, den wir haben, den wir erleben, wenn ich denke, vorgestern auch eine Ermordung eines Tankstellenangestellten, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass diese Polarisierung, die in der Gesellschaft ist, nicht zur Eskalation führt. Daher sage ich auch hier, wenn es notwendig ist, Maske zu tragen in der Schule, weil Sie sagen, die Aerosole riecht man förmlich in der Schule, dann wird das alle betreffen und nicht nur Einzelne. Warum? Sie sind auch zuständig für die Universitäten. Jetzt gibt es MedUnis, ist vielleicht ein eigenes Thema, aber es gibt, ich glaube, Wien, Graz, MedUnis haben eine 2G-Regelung eingeführt und die Uni Salzburg hatte zumindest überlegt, eine 2G-Regelung einzuführen. Warum sind die Universitäten da sehen Sie die anders als normale Schulen? Ja. Das sind die medizinischen Universitäten, die das diskutiert haben, weil sie sagen, dann in der klinischen Ausbildung hat man Patientenkontakt. Und da sehe ich es vollkommen ein und unterstütze die Universitäten auch dabei. Denn bei Patientenkontakt ist, glaube ich, noch einmal Vorsicht geboten. Patienten mit einem möglicherweise herabgesetzten Immunsystem, also das ist eine wirkliche Gefahr. Wir wissen auf der anderen Seite, gerade in der Schule, bei Kindern, verläuft eben auch die Infektion in einer anderen Art und Weise, nicht vergleichbar sozusagen zu einer klinischen Situation. Daher halte ich es dort auch für sinnvoll und unterstütze die Universitätsleitungen, die das beschließen.
Zum Thema Impfpflicht vielleicht noch einmal, wenn man ein bisschen über die Grenzen Österreichs hinausschaut, also andere Länder, sei das jetzt Italien oder auch in Frankreich gab es den Aufruf des Präsidenten Macron für eine Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen, sind überall die Impfquoten irrsinnig in die Höhe geschnellt. Wäre das nicht ein Vorbild für Österreich, dass sich die Regierung das vielleicht doch überlegen sollte? Oder schielt man da zu sehr auf die 30% Impfverweigerer, Impfskeptiker, die tendenziell eher dann die FPÖ wählen? Nein, Frau Vettermann. Frankreich ist dahingehend auch vielleicht nicht der beste Vergleich, weil in Frankreich war die Impfquote ganz gering. Dass wir jetzt eine Steigerung haben, war zu erwarten. Bei 88% Impfung bei den AHS-Lehrern beispielsweise, und das ist Stand Ende August, ich bin jetzt wahrscheinlich schon bei 90, ich werde es im Oktober genau wissen. Warum wollen Sie gerade dort dann die Impfpflicht durchsetzen? Und Frau Vettermann, wie wollen Sie die Impfpflicht in extensio wirklich durchsetzen? Also ich kann ja da nicht zwingen, jemand, dass er seinen Arm herhält, um geimpft zu werden. Also ich glaube, man muss die Sache auch bis zu Ende denken, was das bedeutet. Die Durchsetzung ist sicher der eine Punkt, aber ich glaube, oder zumindest hat es das in anderen Ländern gezeigt, wenn einfach ausgesprochen wird, es gibt eine Impfpflicht, dass viele Menschen dann doch impfen gehen. Mir ist schon klar, dass sie nicht den einzelnen Lehrer jetzt nehmen können und zur Impfung schleppen. Insbesondere auch deshalb, weil wir schon eine wirklich hohe Impfquote haben. Wenn in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen eine ähnlich hohe Impfquote wären, könnten wir das Ende der Pandemie einleiten. Und ich glaube, man muss ja ein bisschen mal überlegen auch, also wenn wir bei den Lehrern so relativ hoch sind, nicht im Schnitt an die 80%, über 80%, wir haben aber jetzt noch einen Durchschnittswert von irgendwie 55%. Was ist eigentlich mit den anderen? Weil sonst komme ich ja nicht zum Durchschnittswert. Ich frage mich auch, der kritische Journalismus, warum schaut ihr nicht einmal dorthin? Weil dort wäre es ja ganz offensichtlich sehr viel notwendiger, jene, die im Bereich von 40% sind, nicht? Dahingehend habe ich ja auch gesagt, zwischen den Zeilen herausgelesen, korrekt, 3G auf dem Arbeitsmarkt würde wahrscheinlich einiges an Erhellung bringen. Sie haben sehr eindringlich jetzt gewarnt davor, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt, wenn man hier sehr stark auf Impfpflicht setzt, auch auf 1G. Es ist für einen Regierungsmitglied, das gerade von der ÖVP nominiert ist, Sie sind ja nicht ÖVP-Mitglied, aber vom Bundeskanzler als ÖVP-Kandidat nominiert, selten, dass man das hört. Es ist Ihrer Meinung nach dieser Druck auf 1G, führt der schon zu einer Spaltung der Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob es 1G ist, aber ich bemerke, dass es eine gewisse Verhärtung gibt. Da ist unzweifelhaft auch eine Oppositionspartei mitbeteiligt. Ich meine hier die FPÖ, die halt sehr stark auf diese Karte setzt. Ich persönlich habe wenig Sympathie, wenn man parteipolitische Interessen über staatspolitische Interessen stellt. Parteien sind wichtig zur Meinungsbildung, überhaupt keine Frage. Aber wir leben noch immer in einer pandemischen Situation, wo ich glaube, dass die Staatsinteressen wichtiger sind, als ist es Kalkül, wie kann ich das Elektorat an mich binden. Dahingehend, glaube ich, sollten wir einiges tun, damit eben diese polarisierte Stimmung nicht noch weitergeht. Und meine Bitte wäre eben auch an die politischen Parteien, die meisten machen das ja auch, diesen Weg mitzugehen. Das wäre jetzt eine sehr interessante Diskussion, die staatspolitischen Interessen über Parteiinteressen in einer Parteiendemokratie zu diskutieren. Wahrscheinlich schaffen wir das heute nicht, aber vielleicht doch ein Hinweis. Es ist ja durchaus interessant, dass in westlichen Demokratien nirgends eine Impfpflicht bisher wirklich eingeführt wurde. Strukturell ein bisschen mehr in Italien oder in Frankreich, aber so wirklich gewagt hat es niemand. In China gibt es sie nicht, vermutlich deshalb, weil der Impfstoff nicht gut genug ist. Im Großteil der Welt, sei es Afrika oder Südamerika oder auch Teilen von Asien, gibt es nicht genügend Impfstoff, aber die westliche Welt, westliche Demokratien haben das nicht wirklich gewagt. Es gibt für mich da zwei Thesen, warum das so ist. Das eine wäre eben das Schielen auf Wählerinnen und Wähler und das andere wäre Respekt vor der Freiheit des Individuums. Was sehen Sie da in generell und vielleicht in Österreich im Vordergrund? Also für mich wäre Ihre zweite These die zutreffende These, ich hoffe zumindest, aber ich bin hier nicht so ein Parteistratege,
dahingehend vielleicht die falsche Person. Für mich steht schon dieser Gegensatz zwischen körperlicher Integrität, wo jeder Einzelne über sein eigenes Schicksal, auch über seine eigene Gesundheit oder Nicht-Gesundheit entscheiden darf, versus Eingriff der Obrigkeit. Und da bin ich halt sehr stark schon als aufgeklärter Mensch für das Individuum und für die Selbstbestimmung. Ich möchte mir nicht sagen lassen, es ging ja dann weiter, welcher Lebensstil ist der richtige, welchen muss ich pflegen, wie muss ich mich ernähren, wie viele Kilometer muss ich täglich laufen. Also alle diese Dinge möchte ich wirklich dem privaten Menschen überlassen. Das ist vielleicht ein bisschen zu liberal in manchen Augen, aber für mich ist das etwas ganz Wesentliches. Auch ein qualitatives Element unserer westeuropäischen Demokratien im Unterschied zu den anderen Staaten, die Sie genannt haben. Selbstbestimmt, haben Sie gerade gesagt, und haben im ersten Teil unserer Diskussion beschrieben, dass Sie als Unterrichtsminister mit Ihrem Team selbst Flieger chartern mussten, um Tests zu holen, Tests auch selbst bestellen mussten, was ja auch von der Opposition mittlerweile heftig kritisiert wird. Entscheidungen über Quarantänemaßnahmen zumindest fordern oder einleiten. Fühlen Sie sich vom Gesundheitsminister in dieser Frage ein bisschen alleine gelassen? Ich habe ein hervorragendes Auskommen mit dem Gesundheitsminister. Man erreicht den Mückstein, ich kann ihn anrufen, er ruft zurück. Das funktioniert. Wir müssen immer unterscheiden zwischen einer politischen Ebene und einer Ebene, die dann darunter ist, eine bürokratische Ebene. Und ich meine zu orten, dass die bürokratischen Ebenen generell immer größere Beharrungskräfte haben, nach dem Motto, das haben wir eigentlich immer schon so gemacht und das korreliert auch mit der langen Betriebszugehörigkeit zu einem Ministerium. Da gibt es manche Traditionen, die man nicht so schnell aufgibt. Auf der politischen Ebene ist sehr viel mehr Flexibilität zu erwarten, zu beobachten, aber auch für mich zu erleben. Aber erzählen Sie uns jetzt ein bisschen aus der Praxis. Wenn die Forderung kommt, nur die Schüler rund um das Corona-infizierte Kind müssen in Quarantäne, rufen Sie dann den Mückstein an und sagen Sie, lieber Wolfgang oder sehr geehrter Dr. Mückstein, was meinst du dazu, was meinen Sie dazu? Und der sagt, Herr Professor, machen wir es so. Wie läuft das in der Praxis dann tatsächlich ab? Ich bin mit ihm per Du. Also, du, Herr Doktor. da gibt es eine interessante Regelung vom Robert-Koch-Institut. Die deutschen Gesundheitsminister von allen 16, 14 waren dafür, 2 haben sich der Stimme enthalten. Das ist doch eine interessante Regelung. Könnten wir die für Österreich auch übernehmen? Antwort, ja, das prüfen wir, schauen wir uns das an. Und dann beginnt ein Prüfvorgang. Der hat diesmal relativ kurz gedauert und es ist relativ schnell umgesetzt worden. Mhm. Apropos kurz, müssen Sie dann diese Entscheidung dem Sebastian Kurz, dem Kanzler, auch noch vorlegen? Nein. Zur Approbation, ist das die Message Control, erreicht sie dann auch? Nein, ist in diesem Fall. Diese Entscheidung dürfen Sie frei treffen? Naja, das ist eine Entscheidung letztlich vom Gesundheitsminister, aber so geht es in der Regierung zu, wir greifen zum Telefon und sprechen miteinander. Mhm. Würden Sie sagen, Bildung und Schule hat bei uns eigentlich den Stellenwert, den sie verdient oder den sie vielleicht haben sollte? Also ich kann mich erinnern, letzten Winter, als die Schulen geschlossen waren und man diskutiert hat, sperren jetzt die Skigebiete auf, die Eislaufplätze, da haben Sie damals gesagt, also Sie wollen nicht, dass das gegeneinander aufgewogen wird. Jetzt ist in den Schulen durchaus viel schiefgegangen, Quarantäne, Tests, Impf, Chaos oder wie immer man es bezeichnen will. Und auf der anderen Seite diskutiert Österreich über eine mögliche 1G-Regel für Après-Ski. Sehen Sie da irgendwie eine Relation oder hat sich das da, haben sich da die Wertigkeiten verschoben? Also ich möchte abermals nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und Après-Ski und Schule, Gott sei Dank, ist das was ganz, ganz Unterschiedliches. Wäre ja schrecklich, wenn es in der Schule so zuginge wie in einer Après-Ski-Bar. Naja. Meine Erfahrungswerte sind andere. Aber wo Sie sicher recht haben, Frau Vettermann, ist, wir haben insgesamt, und da bin ich gar nicht unglücklich drüber, sondern ganz stolz drauf, es hat sich hier ein Wandel der Meinung ergeben. Heute ist es, glaube ich, politischer Konsens, die Schule muss im Präsenzunterricht weiter funktionieren. Das geht vom Kanzler über den Vizekanzler, Gesundheitsminister. Und klarerweise ist das etwas, was ich auch immer gefordert habe, auch im vergangenen Jahr. Dahingehend gibt es einen Stimmungswandel und die Wertigkeit hat sich verändert und gut ist es. Können wir vielleicht auf eine Metaebene gehen. Die OECD, eine internationale
Organisation hat im Zusammenhang mit der Pandemie vor drei Dingen gewarnt, eindringlich gewarnt auf Basis von Studien. Das eine ist der Lernverlust, der in der Zeit der Pandemie eingetreten ist, weil Schülerinnen und Schüler weniger gelernt haben. Das zweite sind psychische Folgen. Und das dritte, sehr spannend, ist die Equity, die nicht mehr gegeben ist. Also man könnte auch sagen, dass es ein Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich, bildungsfernen und bildungsnahen Schichten, jetzt verstärkt wieder gegeben hat, nach vielen Jahrzehnten, in denen man das zusammengeführt hat. Kann man das vielleicht ein bisschen runterdeklinieren? Mhm. Also Lernverlust, Psyche, Equity. Mhm. Also Equity ist ein wesentlicher Punkt, wenn ich mit dem dritten anfangen darf. Ich mache eine ähnliche Beobachtung. Mhm. Auch jetzt N ist nur bescheidener als von der OECD. Weil natürlich die bürgerliche Mittelschichtsfamilie hat sich im Arrangement mit der neuen Situation leichter getan. Da müssen wir wirklich drauf achten. Und ich habe daher, und das ist sozusagen gleich zur Stufe 1 übergehend, die Lernverluste auch geschaut, dass wir Förderstunden haben, ein Mehr an Förderstunden. Wir haben das zivilgesellschaftliche Engagement zur Beseitigung von Lerndefiziten über eine Plattform namens weiterlernen.at organisiert, wo gerade auch ältere Lehrer und Lehrerinnen sich melden können und direkt und unmittelbar so etwas wie einen Nachhilfeunterricht anbieten zum Leitwesen, vielleicht von privaten Nachhilfeinstituten. Aber ich halte es für wichtig, auch hier einen kostenfreien Zugang zu einer individualisierten Form der Beseitigung von Lerndefiziten zu machen, weil eben Equity die wichtig ist. Ich würde auf der anderen Seite, das ist der erste Punkt, die Lerndefizite nochmal sagen, naja, ganz so pauschal ist es auch nicht zu sehen. Vielleicht kognitive Inhalte, reine Lerninhalte sind vielleicht nicht so vermittelt worden. Wir haben auf der anderen Seite Schüler. Also die Schüler kennen jetzt weniger Hauptstädte der Welt. Vielleicht weniger Hauptstädte der Welt. Soll sein, werden sie mehr Google benutzen beim nächsten Mal. Sie haben auf der anderen Seite aber auch gelernt, wie organisiere ich mich selbst, mein Schulalltag, wie simuliere ich einen Schulalltag, wie gehe ich um mit selbstorganisierten Lernprozessen, weil natürlich sehr viel mehr in die Selbstständigkeit entlassen worden ist. Also ich wäre hier nicht zu pessimistisch. Diesen Ausdruck der verlorenen Generation sehen Sie nicht? Vollkommen deplatzierter Ausdruck. Das ist auch sozusagen eine Stigmatisierung, die dieser Generation überhaupt nicht zurechtkommt und ihr gut tut. Das andere ist mit den psychischen Problemen, ja, ernsthaft. Wirklich ernstes Problem, weil wir natürlich sehen, dass die Schule bringt ein Zeitkorsett, aber auch eine Sinnstruktur. Ich weiß, in der Früh muss ich aufstehen, ich muss was tun. Die Schule vermittelt mir auch soziale Kontakte. Und wenn die Schule als zeitstrukturelle Eigenschaft wegfällt und auch als sinngebende Institution, dann ist es nicht unproblematisch. Wir haben daher auch die Schulpsychologie aufgestockt, hoffentlich ausreichend. Wir haben auch der Schulpsychologie gesagt, nicht warten, bis Sie angerufen werden, sondern rufen Sie an. In der Schule, fragen Sie einen Direktor, gibt es bei Ihnen Probleme, sollen wir hinkommen? Also diese Frage ist wichtig. Aber weil das eben eine wichtige Frage ist, habe ich auch immer gesagt, die Schule muss funktionieren wieder, weil damit habe ich Zeit, Struktur und Sinngebung wieder gewährleisten. Zur Struktur eines Schullebens gehört auch der Skikurs in Österreich dazu. Wird es Skikurse geben heuer? Absolut. Skikurse gehören dazu. Der Maturaball gehört dazu. Ich kann auch den Schulen, möchte den Schulen auch gerne sagen, überlegt Veranstaltungen, mehrtägige Schulveranstaltungen wieder zu unternehmen. Da muss man halt mit Reiseveranstaltern diskutieren und sagen, macht's bitte großzügige Storno-Regelung. Das machen die auch. Gar keine Frage. Aber Schulskikurse soll es geben. Ohne weiteres planen, ja, weil das ist ja ein unglaubliches soziales Erlebnis für Schüler und Schülerinnen. Und meine Schulzeit liegt so unglaublich weit zurück, 50 Jahre. Aber an die Skikurse in Obertauern erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Also da geht schon was verloren. Da waren wir gemeinsam, aber nicht zeitgleich, würde ich sagen, Obertauern. Und Après-Ski dann bei den Schulskikursen. Naja, das sind, wenn Sie so wollen, epidemiologische Einheiten, nicht? Die Klassen, die daran teilnehmen, die klarerweise getestet sind
oder eben auch zunehmend sich impfen lassen. Schulskikurse braucht man schon ein gewisses Alter. Mhm. Wer die Matura gemacht hat, kann sich aber sicher auch an die Matura noch erinnern, nicht nur an die Schulskikurse. Und da gab es jetzt auch einen offenen Brief von mehreren Wiener Schulsprechern, der sie erreicht hat, weil auf den Brief haben sie geantwortet. Da fordern die Schüler nicht nur eine Impfpflicht für Lehrer, sie fordern Luftfilter, sie fordern aber unter anderem, sprechen sie auch an, den Lehrstoff für die Matura und wie schwierig es ist für die Schüler, sich in dieser Pandemiezeit, die jetzt doch schon seit geraumer Zeit dauert, vorzubereiten und sprechen auch an, dass es gut wäre, hier den Lehrstoff ein wenig zu kürzen. Sie lehnen das ab, oder? So pauschal überhaupt nicht. Erstens haben wir bestimmte Maßnahmen, die gleichsam aus der Pandemie heraus kreiert worden sind, ins Regelschulwesen übernommen. Also die Anrechnung der 8. Klassennote. Sinnvolle Angelegenheit. Deutschland macht das ähnlich. Wir haben auch die sogenannten Körbe, Wissenskörbe reduzieren lassen. Also von der Zahl her, sodass man nicht mehr den gesamten Stoff lernen muss. Das können Lehrer und Lehrerinnen hier selbst entscheiden, welche Bereiche sie zur Matura, zur Aufgabenstellung hinbringen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wieder zu einer gleichsam normalen Schule zurückkommen, die auch Leistung abverlangen darf. Ich bin kein Feind des Leistungsbegriffs, ganz im Gegenteil. Ich glaube, in einer meritokratischen Gesellschaft ist Leistung etwas extrem Wichtiges, auch etwas Entscheidendes. Dahingehend sage ich, zur Normalität der Schule gehört eben auch, Prüfungen zu haben und eine Matura zu haben in einem Stil, den ich für sinnvoll erachte, auch mit einer mündlichen Matura. Ich finde es so wichtig für junge Menschen, sich vor einer Kommission hinzustellen und über ihr Wissensgebiet zu erzählen, dies verteidigen, so wie ich es jetzt bei Ihnen tue. Das ist ein Teil. Also das Erzählen habe ich das nicht empfunden bei meiner Matura. Das war schon eine Prüfungssituation. Ja, ist gut. Also die Freude hält sich in Grenzen. Dass der Herr Bundesminister hier unser Schüler wäre. Wir verstehen, was Sie meinen. Aber das ist gut und das ist auch wichtig für eine, ich sag, für eine funktionierende Demokratie, nicht, dass Menschen ihre Meinung formulieren können und auch verteidigen können. Da möchte ich kurz einhaken, noch Herr Bildungsminister, weil es ein Thema ist, das jetzt ganz von Corona zwar wegführt, aber Sie haben sich als Humanist hier auch dargestellt. Sie sind auch einer. Sie haben jetzt gesagt, die Schüler müssen ihre Meinung auch artikulieren können. Jetzt haben die Klimastreiks diese Woche wieder begonnen. Da gab es vor 2 Jahren eine riesen Diskussion darüber, ob Schüler während der Schulzeit Klimastreiken gehen dürfen. Da gab es auch Erlässe, dass das nicht so einfach geht. Sollen Schüler während der Schulzeit auf die Straße gehen dürfen? Also ich finde es gut, wenn Schüler ihre politische Meinung artikulieren. Gar keine Frage. Und zur Meinungsfreiheit gehört auch die Demonstrationsfreiheit. Ich glaube, hier war ja nur die Frage, muss es unbedingt am Vormittag sein? Warum macht man es nicht am Nachmittag? Dann hat es eine salomonische Lösung gegeben. Das wird eine Schulveranstaltung. Ist auch in Ordnung. Wir haben politische Bildung und das ist ein Teil der politischen Bildung. Es bleiben uns noch 2-3 Minuten. Vielleicht eine abschließende Frage, die durchaus dazu passt, was Richard Grasen gerade gesagt hat. Eine Bundesregierung, Sie hatten eine andere Koalition zuvor erlebt mit dem Blauen, jetzt türkis-schwarz mit den Grünen. Ist das Feuer und Wasser oder ist es ein natürliches Zusammenkommen von 2 Generationen, also die zu realisierende Utopie und auf der anderen Seite das bürgerliche Kapital, das da zusammenarbeitet? Also ich glaube, wenn man sich auf einer sachlichen Ebene nähert, findet man immer zusammen. Mhm. Wenn man ein klein wenig von den gesellschaftspolitisch-ideologischen Überbau wegstreicht, und das ist, glaube ich, notwendig, und sagt, was ist Sache, wo ist das Problem, wie können wir zu einer Lösung kommen, dann finden wir uns. Das hat bei Blau funktioniert und bei Grün funktioniert es ganz sicherlich. Nachdem Sie ja beides erlebt haben, in welcher Koalition fühlen Sie sich wohler? Ich fühle mich in beiden Koalitionen wohler. Ich habe vielleicht beiden können sich nicht wohl erfüllen. Wohlfühlen. Haben Sie recht? Danke. Ich habe vielleicht selbst als Minister ein bisschen dazugelernt, auch ein klein wenig, was es bedeutet, politisches Handwerk zu beherrschen. Dahingehend geht es mir gar nicht schlecht. Das ist auf der anderen Seite relativ schwierig gewesen, als Professor der Uni plötzlich Politiker zu sein. Jetzt ist es leichter. Es hat im Sommer kurze Gerüchte gegeben, Sie wären amtsmüde, Sie würden vielleicht das Amt verlassen wollen. Waren das Gerüchte, die nur wir in den Medien gehört haben oder hat tatsächlich, was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn Corona plötzlich hereinbricht und man als
Bildungsminister ganz was anderes tut, als man eigentlich vorhatte. Hat es diese Zeit gegeben bei Ihnen? Nein, es ist eine schwierige Zeit, es ist eine herausfordernde Zeit. Auch das Dasein eines Politikers insgesamt ist eine Herausforderung. Aber das gehört auch zu meinem Pflichtbewusstsein, wenn man eine Sache anfängt, dann muss man sie auch ordentlich zu Ende bringen. Herr Bundesminister hatte uns ja auch überrascht zwischen den beiden Koalitionen. Also ich glaube, in einem Interview gesagt hat, es stand eigentlich kaum zur Diskussion, dass Sie auch in der neuen Koalition weitermachen würden. Herr Bundesminister, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns im Club 3 zu Gast waren. Liebe Doris Vettermann, lieber Richard Grasl, danke fürs gemeinsame Diskutieren. Und ich wünsche weiter viel Erfolg und heftige Diskussionen. Ich bedanke mich sehr. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir müssen nach diesem Gespräch auch noch sprechen. Das machen wir aber nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Willkommen zurück bei Club 3 und wir sind bei der Analyse angelangt. Ja, Heinz Fassmann, der Bildungsminister, der hat gesagt vorhin im Gespräch, er fühlt sich ein bisschen bei euch wie bei der mündlichen Matura. Wie schaut es aus? Hat er bestanden, Fetzen oder ein römischer Einser? Ja, man fühlt sich selbst wie vor dem Universitätsprofessor, weil er hat ja zu Beginn gleich bei meiner ersten Frage gesagt, die sozusagen, weil ich nur einen Schuldirektor gefragt habe, N ist 1, das ist kein wissenschaftlicher Beweis dafür. Das ist halt sein Stil. Man merkt bei ihm das Professorale, er bleibt auch immer ruhig, er argumentiert das auch sehr gut durch. In der Sache selbst kann ich ihm sozusagen aber nicht immer recht geben. Er hat gesagt, er ist mittlerweile schon im politischen Amt angekommen, er hat viel dazugelernt, merkt man das? Er hat eine gewisse Ruhe erlangt und keinen Burnout bekommen, den man, glaube ich, in dem Job leicht hätte bekommen können. Ganz am Schluss hat er mal gesagt, er hat sich in beiden Koalitionen gleich wohler gefühlt. Und da hat man dann schon irgendwie gesehen, was dahinter läuft. Und das finde ich ja spannend und beeindruckend. Man kann ihn gut lesen, wenn man ihn lesen will. Man sieht, was er zwischen den Zeilen schreibt, sagt, denkt. Und er verheimlicht es auch gar nicht. Zum Beispiel bei der Frage, glaube ich, habe gefragt, wenn ich zwischen den Zeilen lese, dann sind sie für eine generelle Testpflicht für alle Menschen, die die Wohnung verlassen, hat er gesagt, sie lesen richtig. Und das finde ich sehr angenehm. Das heißt, er unterfordert uns Journalistinnen und Journalisten nicht. Also finde ich schon ein bisschen traurig, dass man das schon angenehm findet als Journalist. Kann man da nicht einfach Ja sagen oder geht das als Politiker nicht, dass man sagt, ja, ich bin für eine generelle Testpflicht? Natürlich kann man das sagen. Warum tut es dann keiner? Das ist die Frage an die Politiker, weil halt jeder einfach schon gewohnt ist, lang zu formulieren, lang herumzureden. Ja, kurze Antworten sind eher Mangelware. So wie jetzt auch. Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, ja, könnte man sagen. Wobei solltest Politikerin werden. Ja. Danke, nein. Wird gut ankommen. Weil Herr Fassmann kein Politiker ist. Herr Fassmann ist ja wirklich als Experte in die Regierung gekommen, hat vorher kein politisches Leben gehabt. Und ich kann mir vorstellen, wie unheimlich in diese Situation nervt. Das ist ein Bildungspolitiker, der möchte sozusagen im Bildungswesen was weiterbringen und hat seit fast 2 Jahren jetzt nur das Corona-Thema und die Tests, wie er uns ja auch beschrieben hat, er hat selbst Flugzeuge chartern müssen, die Tests bringen. Also ich glaube, er ist an und für sich sehr genervt von dieser Situation. Jetzt testet er die Schüler durch, dann heißt es wieder, jetzt müssen so viele in Quarantäne. Also er kann ja eigentlich fast nichts richtig machen und daher bewundere ich eigentlich, wie ruhiger in so einer Situation. Aber er ist, wie du sagst, er ist irgendwie so der geheimliche Gesundheitsminister. Umgekehrt, er tut sich im Vergleich zur Schwarz, also türkis-schwarz-blauen Koalition schon viel leichter. Damals gab es Querschüsse ohne Ende. Er war der Außenseiter in dieser Koalition, ist vom blauen Regierungskoalitionspartner ständig angeschossen worden und von der ÖVP natürlich auch. Aber das ist weggefallen. Mit den Grünen tut er sich viel leichter. Hat das ja in dem Gespräch auch gesagt, er sei per Du mit dem Gesundheitsminister Herr Dr. Mückstein, du. Und das war bei der anderen Koalition viel, viel schwieriger für ihn. Vielleicht ist er deshalb jetzt auch etwas gelassener. Um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, er hat ja gesagt, dass das Bildungsministerium selbst sich die Tests organisiert hat per Charterflug aus China. Das ist ein bisschen ein Trauerspiel, wenn das Bildungsministerium sich selbst für die Schulen die Tests organisieren muss, oder? Selbstverständlich ist es ein Trauerspiel, aber es war halt für alle diese Situation der Pandemie natürlich neu. Ich glaube, es waren alle überfordert in den ersten Monaten, teilweise jetzt noch. Also Minister hat zwar gesagt, es gibt kein Chaos in der Schule und hat da auf die historische Begriffsdefinition verwiesen. Aber wie wir es im Gespräch jetzt eh auch schon angesprochen haben, ich glaube, wenn man die Betroffenen in der Schule, also ob man jetzt Direktoren, Direktorinnen, Lehrer, Lehrerinnen oder Schüler, Schülerinnen fragt, die würden das durchaus anders sehen. Und glaube ich, da würde jeder unterschreiben, dass es in den ersten Wochen jetzt nach der Schulöffnung durchaus ein Chaos gegeben hat.
Was er auch gesagt hat, was mich verwundert hat, war als erste positive Eigenschaft gegenüber Herrn Dr. Mückstein, ja, er hebt ab, er ist immer erreichbar. Das ist ja eh ganz lieb, aber das tut meine Mutter auch. Reicht als Gesundheitsminister in der Pandemie, dass man abhebt und erreichbar ist? Nein, aber das ist eben typisch Fassmann. Also er liefert uns, und das hat er als Politiker schon gelernt in diesen 3 Jahren, in der er jetzt in der Politik ist, er liefert uns nicht diese Schlagzeile, dass er sagt, Mückstein hat mich im Stich gelassen. Das war ja mein Versuch, ihn da ein wenig herauszufordern, aber das tut er nicht. Dazu ist er, glaube ich, auch wirklich zu sehr Humanist, als dass er sich auch dargestellt. Darum gibt auch dann eine differenzierte Antwort. Für uns Journalisten wäre die klare Headline, ja, ich fühle mich hier im Stich gelassen besser, weil ich glaube, es ist ein bisschen so. Es gab diese Diskussion, wir haben sie angesprochen, wie viele Schüler oder muss die ganze Klasse in Quarantäne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Unterrichtsminister dich dann relativ alleine fühlst, wenn du das dann entscheiden musst. Und du hast die Wahl, schickt man jetzt weitere Tausende Schüler in die Quarantäne oder treffen wir die gesundheitspolitische Entscheidung? Es sind eben nur ein paar, was dann ja von Seckerisch letzte Woche hier ganz massiv kritisiert worden ist. Und da habe ich den Eindruck, da ist der Herr Dr. Mückstein nicht an der vordersten Front und unterstützt ihn hier. Thema war ja auch die Impfquote zu heben oder die Impfpflicht. Da ist er dann auch direkt auf uns alle losgegangen und hat gesagt, naja, fangt sie mal bei den Medienhäusern an und macht da die 3G-Quote. Vielleicht, um das gleich zu beantworten, warum macht sie das beim Profil nicht? Da haben wir bei uns im Haus, also gemeinsam mit Richard Gauss im Kurier Medienhaus, gibt es eine 3G-Regel seit langem. Und ich möchte jetzt nicht spekulieren über die Impfquote bei uns, aber ich tue es dennoch. Also die ist hart an den 100%. Also damit ist er mit dem Versuch, was Politiker ja gerne tun, mit dem Versuch, den Ball zurückzuspielen, nicht sehr weit gekommen. Umgekehrt war er überraschend zurückhaltend bei der Frage, Impfpflicht oder nicht, wurde, wie der Richard Gauss gesagt hat, dann wieder irgendwie der Humanist, ist gerne auf die Frage oder auf den Ball, den wir ihm hingeschmissen haben, eingegangen, dass die Freiheit des Individuums, und da hätte ich mir eigentlich schon mehr erwartet, wie zum Beispiel beim Ärztekammerpräsident in der vergangenen Woche im Club 3 oder auch bei vielen Landeshauptleuten. Also der Thomas Stelzer hatte vor langer Zeit eine Impfpflicht gefordert, der steirische Landeshauptmann hat das auch getan und da ist er sehr, sehr weit zurückgegangen. Vielleicht, weil er vorsichtig ist, ich glaube eher wegen dieses humanistischen Weltbildes, das du angesprochen hast. Aber warum traut sich das eigentlich kein Politiker, offen eine Impfpflicht zu fordern? Weil es halt nicht besonders populär ist und weil halt jeder weiß, es gibt einen gewissen Pool an Menschen, die bis jetzt halt ungeimpft sind und die sich auch nicht impfen lassen wollen oder bestimmt nicht impfen lassen werden. Und die haben aber halt alle auch eine politische Stimme, das heißt, die sind einfach Wähler. Und es gibt halt einfach eine Partei, die das erkannt hat und die all diese Menschen jetzt abholt mit ihrer Strategie. Und wie man jetzt in letzter Zeit ja schon gesehen hat, auch die FPÖ ist ja nicht ungeimpft. Also da gibt es ja, außer wahrscheinlich dem Parteiobmann, ganz, ganz viele, die alle ja geimpft sind, die es aber nicht öffentlich kommunizieren wollten. Also das ist ja auch ein wenig heuchlerisch, aber die FPÖ hat einfach erkannt, damit sind Stimmen zu machen. Und ja, das will die Regierung oder wollen die anderen Parteien halt jetzt da nicht in dieses Fahrwasser reinkommen und überhaupt Gefahr laufen, dass diese Menschen alle zur FPÖ gehen. Na, spannend habe ich gefunden, also dass er das 1G für Lehrer oder 2G, wenn man die Genesenen dazu nimmt, so massiv ablehnt. Mhm. Weil wir wissen, dass ab einer gewissen Pandemiesituation in Österreich, wenn die Intensivbetten ausgelastet sind, in jenen Situationen, wo viele Menschen eng zusammenkommen, nach Gastronomie zum Beispiel, dieses 2G kommen wird. Ich glaube, davon können wir jetzt schon ausgehen, da werden wir die oberösterreichischen Landtagswahlen und die Grazer Gemeinderatswahlen noch abwarten müssen am Sonntag. Aber das wird, glaube ich, kommen, wenn eine gewisse Intensivbettenauslastung da ist. Und da hat er dann doch interessant gesagt, ich brauche die Lehrer in der Schule. Und da müssen wir, das ist jetzt unsere Aufgabe, auch einmal recherchieren, was wäre dann überhaupt? Würde der Schulbetrieb wirklich zusammenbrechen, wenn diese, ich glaube, 12.000 Lehrer, zeckerisch gesagt, sind es noch, die ungeimpft sind, wenn die 12.000 dann wirklich nur mal im Homeoffice sitzen würden, Hausübungen verbessern, für die anderen Kollegen vielleicht Stunden vorbereiten müssen, ob sich das theoretisch überhaupt ausginge, ist eine spannende Frage, ob es nicht nur sozusagen die Not diese Aussage auch sozusagen bringt von Fassmann, dass es gar nicht gehen würde. Heinz Fassmann ist ja nicht nur Bildungsminister, sondern auch für Wissenschaft und Forschung. Umso mehr hat es mich gewundert, dass er überhaupt nicht über die Erfolge der Wissenschaft im vergangenen Jahr gesprochen hat, nicht argumentiert hat damit, dass es bewiesen ist an Milliarden Impfdosen, die verabreicht wurden, dass diese Impfung nicht nur relativ besser ist, als sich nicht impfen zu lassen, sondern einfach sicher ist. Er ist überhaupt nicht darauf eingegangen. Er ist auch nicht auf die Leistungen der Wissenschaft zum Teil unter österreichische Beteiligung eingegangen. Wundert mich sehr.
Also er hat sich da um sein ureigenstes Feld ein bisschen herumgedrückt. Mir fiel das deshalb ein, weil du jetzt davon gesprochen hast, Lehrer, Lehrerinnen. Meine Erwartungshaltung wäre ja doch, dass gerade Lehrer und Lehrerinnen, die unseren Kindern beibringen sollen, was der Stand der Wissenschaft ist, was der Stand der Aufklärung nach einigen 100 Jahren ist, also dass gerade dort eine 120-prozentige Überzeugung und eine 110-prozentige Impfquote vorherrscht. Ich weiß, die gibt es nicht. Und da traut er sich nicht drüber. Also es wäre so mein Lieblingsfeld, als würde man weiterhin den Lehrstuhl für Homöopathie an der MedUni Wien behalten, der abgeschafft wurde. Aber um noch einmal das Thema FPÖ aufzugreifen, Heinz Fassmann hat ja auch gesagt, es gibt da eine Partei, die macht gegen das Impfen mobil. Deswegen ist die Impfquote so niedrig. Das ist ja derzeit der Spin der Bundesregierung. Die FPÖ ist an allem schuld. Die ist daran schuld, dass die Impfquote so niedrig ist. Aber maßt man da nicht oder mutet man der FPÖ nicht ein bisschen zu viel Bedeutung bei, wenn man sagt, Impfquote ist deswegen niedrig, weil es die FPÖ gibt? Absolut. Also ich finde, da macht sich die Regierung wirklich echt zu einfach, zu sagen, an allem, was jetzt schief läuft und dass unsere Impfquote so schlecht ist, daran ist nur die FPÖ schuld. Mittlerweile gibt es ja auch Untersuchungen und ich war unlängst in Schweden. Wir haben dort, Richard Grassl war mit, wir haben dort die Chefin der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC getroffen und die uns berichtet hat, also es gibt sehr wohl einen Zusammenhang, den man auch nachweisen kann, zwischen einem Vertrauen in eine Regierung und der Impfquote. So, was das für Österreich bedeutet, ist eigentlich ganz klar. Und da jetzt nur zu sagen, daran ist die FPÖ schuld, da macht man sich sehr einfach. Weil ich finde durchaus schon, dass jeder einfach die Verantwortung weiterschiebt. Wenn der Bildungsminister sagt, ja, schon Impfpflicht, aber nicht nur für die Lehrer allein. Der Gesundheitsminister sagt, das sollen die Träger entscheiden. Die Regierung sagt wieder, das sollen die Bundesländer entscheiden. Und so dreht sich das irgendwie im Kreis. Jeder gibt sozusagen, spielt den Ball weiter. Und am Ende stehen wir da und haben eine Situation, wie sie jetzt einfach ist. Gibt aber in vergleichbaren Ländern noch tatsächlich keine so große Oppositionspartei, die so massiv gegen das Impfen auftritt, also auch die Schwedendemokraten zum Beispiel nicht, auch die AfD, die könnte das im Wahlkampf in Deutschland wahrscheinlich also auch viel, viel stärker nutzen, tritt nicht so massiv gegen die Corona-Maßnahmen inklusive Impfen auf, wie das die FDP. Umso überraschender ist es, dass Deutschland praktisch die gleiche Impfquote wie wir haben. Wir sind jetzt knapp über 60%, Deutschland ist bei 61%, obwohl die AfD, so wie du sagst, da weder sich auf das Thema so draufgesetzt hat oder noch vergleichbar groß wäre. Also es mag andere Gründe geben, du hast gesprochen, ein bisschen so von der gespaltenen Gesellschaft. Ich würde da schon noch mal einfügen, dass die Wissenschaftsungläubigkeit in Österreich immer relativ hoch war, also dass die Aufklärung nicht sehr weit geraten ist. Man könnte historisch zurückgreifen darauf, dass wir eine absolutistische Monarchie bis 1918 hatten, während in anderen europäischen Ländern das Gedankengut schon etwas fortschrittlicher war. Und es gibt Umfragen, wo die Wissenschaft viel stärker angezweifelt wird. Aber da fasst man schon einen Punkt, als er gesagt hat, es gibt in Österreich, ich glaube, er hat gesagt 55% Durchimpfung, ich glaube, mittlerweile sind es knapp über 60 und die Lehrer sind zu 82 wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen höher geimpft. Warum schaut sie immer auf die Lehrer? Die unterrichten jetzt sozusagen auch die Jüngsten, die jetzt nicht unbedingt die sozusagen Zielgruppe ist, die schwer an Corona erkrankt oder an Corona stirbt. Schaut doch auf die anderen Zielgruppen. Da hat Fassmann natürlich recht und er weiß natürlich so viel als Politiker ist auch schon, dass er sich hier hinter sein Klientel, hinter die Lehrerschaft stellen muss, die mit der Lehrergewerkschaft natürlich auch eine der stärksten Gewerkschaften überhaupt hat. Was mich gewundert hat, ist das Thema Schulabmeldungen. Das ist bei euch gar nicht vorgekommen. Warum? Wir hatten es, glaube ich, auf der Agenda. Uns ist irgendwie die Zeit davon gelaufen, würde ich sagen. Also das war sicher noch ein Punkt, den wir noch ansprechen hätten wollen. Und wie ist das erklärbar, dass so viele Eltern ihre Kinder von den Schulen abmelden? Ich glaube einfach mit der Sorge, dass die Kinder an Corona erkranken. Wir haben ja mittlerweile die wissenschaftlichen Nachweis, dass diese Delta-Variante sich so stark und dynamisch verbreitet wie Feuchtblattern. Und nachdem die vor allem unter 12-Jährigen derzeit noch nicht geimpft werden können, hast du als Elternteil, also bei mir in Familie ist es auch so, wir haben zwei Kinder unter 12, da kannst du jetzt die Wahl, schicke ich es in die Schule oder muss ich jeden Tag damit rechnen, dass der nach Hause kommt und tatsächlich Corona-positiv ist. Und da, glaube ich, gibt es halt bei einem zunehmenden Teil der Bevölkerung die Sorge, vor Long-Covid vor allem bei Kindern, vor Spätfolgen, dass in einigen Jahren halt Lungenschäden vielleicht auch auftreten. Und deswegen hat sich diese Zahl auf 7.500 Schüler verdreifacht im Vergleich zu früher. In Summe, in der gesamten sozusagen Schülerpopulation ist das aber trotzdem natürlich noch verschwindend gering. Ich glaube, der andere Teil ist wahrscheinlich, die Hälfte davon, der andere Teil ist schon, sind Eltern, die ein generelles und jetzt verstärktes Misstrauen gegenüber der Autoritäten haben, seien es Lehrer, sei es der Gesundheits- oder Bildungsminister und darum sich absentieren von diesem Schulsystem, gar nicht so sehr, weil sie Angst hätten, dass ihre Kinder sich anstecken würden. Es dürften
beide Gruppen sein, die da eine Rolle spielen, aber wir haben es nicht gefragt. Das Fassmann hier ja auch in einem wirklichen Dilemma gesteckt ist. Er hätte ja sagen können, wir testen gar nicht so viel. Aber wer sucht, der findet. Und jetzt haben wir ein doch relativ intensives Testnetz in der Schule und das fischt natürlich jede Woche ein paar hundert bis tausend heraus, die Corona infiziert sind. Dann kommen die Klassen in Quarantäne und dann hat es wieder der Fassmann oder Chaos angerichtet. Ja? Also das ist ein Dilemma, in dem er steckt und das hat er ja auch gesagt, es gibt diesen Anspruch, einerseits wollen die Eltern die Kinder in die Schule schicken, weil es wichtig ist, andererseits wollen sie nicht, dass sie Corona kriegen und in diesem Dilemma den richtigen Weg zu finden, ist glaube ich auch wirklich verdammt schwer. Stichwort Chaos zu Beginn. Gab es ja eine kleine Semantik-Lehrstunde vom Bildungsminister, wo er uns erklärt hat, was denn Chaos bedeutet. Aber jetzt viel schlauer bin ich nicht geworden, was jetzt an den Schulen im Herbst passiert. Wissen wir das jetzt? Naja, viel schlauer. Also was mich echt verwundert hat zu dieser ganzen Chaos-Geschichte, dass er gesagt hat, eigentlich ist es eh gut gelaufen. Also da muss ich sagen, das ist durchaus jetzt eine gewagte Aussage für die letzten Wochen. Es stimmt, dass es jetzt besser wird, dass es sich jetzt auch mit den Tests langsam einspielt. Es wurde die Quarantänezeit verkürzt und jetzt auch die Regeln da klarer gemacht und sozusagen auch ein wenig zurückgenommen. Ja, ich glaube, man muss sich schon sehr genau damit beschäftigen, auch mit dem Stufenplan, wann, wo, welche Masken, wo, für wen. Also ganz so einfach zu durchschauen ist es nicht. Und nein, da gebe ich dir recht, schlauer als vorher sind wir jetzt, glaube ich, auch nicht geworden. Da hat er sich wirklich drüber hinweggeschwindelt an mehreren Punkten. Irgendwie so, dass Chaos in Österreich ein Grundnahrungsmittel sei, also ein gewisses Maß an Normalität. Auch bei der Tatsache, er hat es, glaube ich, selber angesprochen, dass in Wien die PCR-Impfungen in den Schulen sehr gut funktionieren, während außerhalb von Wien nicht. Und da hat er irgendwie gemeint, naja, die Schulen seien schwer erreichbar in irgendwelchen hinteren Tälern. Quatsch. Also man hat 1,5 Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten und das funktioniert in Wien sehr gut. Es gibt in hinteren Tälern auch Bieler Supermärkte, die täglich beliefert werden. So ist es. So ist es. Also da hat er sich wirklich darüber hinweg geschwindelt, darüber, dass es tatsächlich ein Chaos gibt, nach 1,5 Jahren. Aber als Politiker wird er sich ja wohl kaum hinstellen und sagen, ja, ich habe da ein Chaos an den Schulen angerichtet, ist so, das wird wohl nicht passieren. In seiner sehr diffizilen Art doch der Beamtenschaft ein wenig was ausgerichtet. Er hat gesagt, er ist überrascht gewesen, wie er in die Politik gekommen ist. Ich glaube, dass die Politiker schneller reagieren als dann der träge Beamtenapparat. Stimmt, er sprach von der Bürokratie. Von der Bürokratie, er hat gesagt, natürlich, wir machen alles, das ist für Fassmann eigentlich eine sehr starke Ansage. Wir haben das immer schon so gemacht, deswegen machen wir das so weiter. Und das glaube ich schon, dass das Problem ist. Du brauchst halt insgesamt, und es betrifft nicht nur das Bildungsministerium, in so einer Krise wahrscheinlich durchschlagskräftige Projektmanager, die da was in die Hand nehmen. Und der Beamtenapparat ist dafür nicht geschaffen. Es sind tolle Beamte, die in ihrer, sozusagen, wenn alles normal läuft, den Staat und die Verwaltung gut führen. Aber für so ein großes Thema wie diese Pandemie, wo man in kürzester Zeit maßgebliche Entscheidungen treffen muss und diese Entscheidungen dann auch vor allem umsetzt und das auch organisiert, wie gesagt, Flüge organisieren, die Tests von den Schulen holen und hinbringen, dafür ist der Beamtenapparat auch nicht ausgelegt und auch nicht geschaffen worden. Was mich ein wenig gewundert hat, ist, dass er bis auf den Exkurs in die Mengenlehre ganz am Anfang als Wissenschaftsminister und Bildungsminister niemals in unserem Gespräch jetzt so wirklich die Metaebene, die philosophische Ebene gewählt hat und dort ein bisschen getänzelt hätte. Weil wer, wenn nicht er, kann das in der Bundesregierung? Er ist vermutlich, tue ich irgendjemandem Unrecht, vermutlich der Intellektuellste in dieser Bundesregierung, sagt jetzt nicht, das sei leicht, es gibt andere sehr intelligente Menschen in der Regierung. Der hat nicht wirklich wollen, also auch bei der Frage OECD-Studie, ob das jetzt die Equity verändert, da ist er sehr hart Politiker gewesen, hat dann argumentiert damit, was man nicht alles dagegen täte, statt mal kurz zu reflektieren und einen Philosophen zu nennen, der uns allen kein Begriff ist. Also er war zu wenig philosophisch, aber er war auch zu wenig konkret, das heißt eigentlich, er dürfte eine Fortbildung gemacht haben auf der Politischen Akademie in Sachen politischer Kommunikation, oder? Das wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, er hat einfach versucht, halt irgendwo diesen Spagat zu finden zwischen dem Wissenschaftler, der er halt nun einmal ist, und dem Politiker, der er jetzt halt auch ist. Und der Richard Grasl hat es vorhin angesprochen, es ist für ihn natürlich oder wahrscheinlich für jeden Politiker im Moment eine wirklich undankbare Rolle. Er wollte hier im Bildungssystem was weiterbringen. Ja, und seit 1,5 Jahren reden alle nur über Corona und über PCR, Antigentests in der Schule, Quarantäne, Impfen, ich weiß nicht, Matura, Homeschooling, wie alles funktioniert.
Das ist natürlich für alle eine neue Situation, sehr schwierig. Und halt bei uns, weil du vorhin gefragt hast, auch mit irgendwelche Fehler zugeben, generell ist halt das in Österreich jetzt nicht gerade eine große Gabe der Politik, würde ich einmal sagen, dass man dann hergeht und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, das hätten wir besser machen oder anders machen können. Ja, es gab einen Rudi Anschober, wir erinnern uns, hat sich, glaube ich, jede Woche für irgendwas entschuldigt. Aber seit er weg ist, macht das eigentlich niemand mehr. Aber ist eigentlich gut angekommen. Also das hat jeder, jeder ausgelobt, dass er sich entschuldigt hat, dass er Fehler eingestanden hat. Warum kommt das dann bei der Politik nicht an, dass das bei den Menschen durchaus auch gut ankommt? Er wird vielleicht weniger vom Telefon abgehoben, weil er ständig in Pressekonferenzen ist. Und er war der Minister, einer grünen Partei, die von der Selbstreflexion bis zur Selbstzerstörung ja leben. Und das hat sie genährt, wenn wir unseren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen anschauen, der ja Chef dieser Partei war, immer nachdenklich ist und sagt, ah ja, daran hatte ich noch nicht gedacht, vielleicht haben Sie recht. Das macht also das ist eher bei den Grünen zu Hause. Bei den Grünen sehr zu Hause und geht manchmal in Selbstzerstörerische für die Partei, aber beim Rudi Anschober durchaus auch ad personam. Also ich glaube, was schon klar herausgekommen ist bei Fassmann, wenn ich das so abrunden darf noch, ist, er, mit ihm gibt es keinen Zuspiel in der Schule mehr. Ich glaube, das, und das ist auch sein Ziel, warum er dieses Testregime mit dreimal Testen pro Woche aufbaut. Er will nicht der Bildungsminister sein, der die Schule nochmals zusperrt. Im Gegenteil, er will Skikurse veranstalten, er will andere Schulveranstaltungen durchführen. Und dafür, glaube ich, würde er sich wirklich mit all seiner Kraft und Größe, die er hat, auch wirklich einsetzen. Völlig einverstanden. Ich glaube, nur letzten Endes ist es nicht er, der es entscheidet. Ich glaube, damit haben wir eigentlich die heutige Club 3-Sendung gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch an Sie zu Hause, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen spannenden Thema mit einem neuen spannenden Gast wieder. Bis dahin einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.